Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zur nächsten Folge von FIFA Mauber hier auf meinem Kanal und ich werde erstmal den nächsten Gegner suchen für unsere Liga, Leute. Den ersten Gegner haben wir mit 340 zu 48 hier besiegt, richtig nice, Leute, stark. Aber nächstes Mal bitte auch alle aktiv sein hier, ne? Julian hat kein Spiel gemacht, The Miss, Finn, Pete, SD, Jumper, Beast, Musti, Ole, Mark, Freak, Lenny, Janis, Dia, Grashüpfer, Red Tier, Vieh, HB, aber die anderen alle waren aktiv. Vielleicht finde ich jetzt hier auch noch einen Gegner in der heutigen Folge, wenn nicht, habt ihr es ja eh mitbekommen, diejenigen, die in der Liga sind. Auf jeden Fall geht es weiter mit Versus Angriff, Leute. Heute spiele ich mal wieder nur Versus Angriff, da habe ich Bock drauf. Und das mache ich jetzt einfach mal. Nur Versus Angriff, 5, 6, 7 Spiele. Ich habe 8 Energiepunkte, also kann ich da auf jeden Fall ein paar Spiele machen. Und ich will versuchen, alle zu gewinnen. Das erste Spiel ist gegen Lilo. Das erste Spiel ist hier gegen Lilo. Let's go. Was hat er für eine Mannschaft? 87er, Jonas, Dybala, Bellerin. Und auch den Keeper guckt man eigentlich fast nie, ne? Der Keeper ist da irgendwie links oben in der Ecke. Aber da schaue ich, da achte ich nie drauf. Da muss ich mal beim nächsten Spiel drauf gucken, weil der Keeper ist auch natürlich wichtig, weil man schießt da die ganze Zeit aufs Tor. Und das ist dann halt... Okay, Oblak? War das Oblak? Ich weiß es nicht. Schöne Flanke, die aber nicht ankommt. Die aber nicht ankommt, aber der Gegner steuert immerhin wenigstens mal. Da oben steht nämlich im Angriff und wir machen das 1:0. Nein, jawohl. Jawohl, 2:0. Stark, Hazard. Ich hätte gedacht, der Pass war jetzt nicht so geil von Campiasso. Aber hat doch noch gepasst. Jawohl, Benzema. In die Mitte auf Hazard und er trifft den Pfosten. Und es gibt den Freistoß. Es gibt... Nein, der geht wahrscheinlich an den Pfosten. Ja. Und Guerrero trifft. Mann, das Tor, das Freistoßtor wäre so wichtig gewesen. Ich spiele jetzt hier nochmal rüber, Leute. Ich will die Tore sicher machen, Leute. Ich will die Tore sicher machen. 3-1. 3:1. Hendrik Mkhitaryan mit dem Roulette. Hendrik Mkhitaryan mit dem Abschluss und wieder an den Pfosten. 3:2 und wieder an den Pfosten, Leute. Der zweite Pfostentreffer. Und der Gegner trifft. Der Gegner trifft, ich spiele rüber auf Grifo und Grifo mit dem 4:3. Was für eine spannende Partie hier. In die Mitte, Hazard mit dem 5:3 und das sollte es doch jetzt gewesen sein. Zeit abgelaufen, 5:3, Lilo, GG an dich auf jeden Fall. Na? Ja, 5:4 hat er noch sogar gemacht. Das 5:4 hat er noch gemacht, aber ein Glück haben wir jetzt hier gewonnen, Leute. Und vielleicht kriegen wir ja sogar einen... Nee, kriegen wir nicht. Wir kriegen keine Meile mit dazu. Schade. Schade, schade, schade. Fakt ist, wir gehen gleich rein in die zweite Partie. Leute, er hat einfach meine Formation gekontert. Er hat einfach meine Formation gekontert und wir müssen jetzt in einem 5-4-1 spielen. Wir müssen in einem 5-4-1 spielen. Und das heißt, wir haben nur eine 85er Bewertung. Jetzt ist natürlich auch logisch, dass man das ganze Team stark macht, ne? Ja, jetzt haben wir natürlich unseren Weiser da. Eieiei. Also, das, denke ich mal, mache ich in der nächsten Folge, Leute. Unser Team verbessern auf jeder Position. Dass, wenn wir gekontert werden, die Formation natürlich hier passenderweise trotzdem stark haben. Grifo, Freistoß, der könnte drin sein. Und der ist drin. Wir gehen in Führung gegen einen 89er, Leute. Wir gehen in Führung gegen einen 89er Giroud. Hier, Weiser. Die erste Aktion. Kaka. 2:0. Wir führen 2:0. Stark, Weiser. Jawohl. Ach, schade. Ich wollte ihn so schön in den Winkel drehen. Aber hat da leider nicht geklappt. Giroud. Rüber. Grifo, was machst du denn? Wo läufst du denn hin, du Lümmel? Nein, ey. Komm, Weiser.
Mitchell Weiser in die Mitte auf Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan, der Keeper. Der ist da noch dran, das gibt's ja gar nicht. Och, ist frei. Da oben steht, ist frei. Er wird was 2-2 machen. Bin ich mir sicher. Und wir das... Nicht das 3-1. Mann, Kaka, mach ihn doch einfach. Och nein, wir versauen jetzt hier. Garantiert versauen wir es am Ende nochmal hier. Ja, Modric trifft. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Kaka trifft nicht. Komm, Kaka. Letzte Chance. Kaka. Und der Ball geht nicht rein. Eckball gibt's nochmal. Es gibt nochmal einen Eckball. Wahrscheinlich zu weit außen. Ja. Zeit abgelaufen. Oh, oh. Ich glaube, er wird noch das 2-3 machen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Unentschieden wäre in Ordnung, Leute. Und unentschieden ist in Ordnung. Wir spielen gegen einen 89er. Zweite zwei Leute. Richtig nice. Auf jeden Fall werde ich heute erstmal so weitermachen mit unserer Formation. Dein Turnier beginnt. Nice, wir müssen ran gegen Team PL, also irgendwelche Polen müssen wir hier spielen. Nice, richtig nice. Aber erstmal unsere Formation hier wieder umstellen auf eine 4-1-2-1-2 Formation. Und wir haben mit Giroud gespielt, weil wir 4-5-1 gespielt haben und 4-5-1, dann spielt der Stürmer in der Mitte. Also Leute, es ist natürlich clever, wenn man überall gute Spieler hat. Das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Unser gesamtes Team upgraden. Aber ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich nur versus Angriff spiele, ne? Ach komm, hier einmal gegen Ibrakadabra mache ich jetzt hier nochmal ein Ligaspiel. Zack, Ibrakadabra. Wir spielen mit, ja, spielen wir. Let's go. Ich will natürlich so viele Tore machen, wie es nur geht. Oh, was? Er hat nur Tots hier fast. Was für ein Team hier. Stark, Werner. Oh, schade. Freistoß. Freistoß schieße ich gerne. Und let's go, Grifo. Wow, 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 wow. Ich muss die Tore machen. Ich muss hier Tore machen. Nein, aber nicht so. Willi Orban da hinten, macht's gut. Komm, wir schießen mal mit Marcelo. Wir schießen mal mit Marcelo. Und da ist Ter Stegen dran. So ein Frechdachs. Vielleicht jetzt eine gute Ecke auf Benzema. Der macht doch gut und gerne mal einen Seitfallzieher-Tor. Aber dieses Mal nicht. Und das muss drin sein. Wenn ich den jetzt hier rüberspiele. Auf Grifo. Jawohl, 0-1. Jedes Tor zählt, Leute. Jedes Tor zählt hier. Komm, mit einem Rainbow nehmen wir ihn aus. Jawohl, Hazard, aber dann wird er doch noch hier abgeblockt. Schön, Mkhitaryan. Schön, aber nicht der Pass in die Mitte auf Grifo. Mann, ey, ich muss hier Tore machen. Ich muss hier Tore machen für die Packs Army. Komm, Benzema kann aber schießen. Benzema und De Frey im ganz letzten Augenblick hier. Komm nach oben, Benzema, den muss er machen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Es geht, es will hier nichts reingehen. Och ey, nein. 0-1 bloß. 0-1 ist schwach. Und noch ein Angriff. Und der Pass, wenn ich den Pass schon wieder sehe, Leute. Was ist das denn hier? Nochmal. 5 Minuten Nachspielzeit, stark. Komm, 2-0 wäre in Ordnung. 2-0 wäre in Ordnung und das ist doch mal das 0-2. Okay, das ist halbwegs in Ordnung. Zwar stand unter den Kommentaren, 4-0 ist immer am besten, wenn man jedes Spielchen in der Liga quasi gewinnt. Aber 0-2 ist in Ordnung, Leute. 0-2 ist in Ordnung. Die anderen zwei Spiele werde ich auf jeden Fall noch machen, privat. Ich mache jetzt erstmal weiter mit Versus Angriff, würde ich sagen, machen wir noch. Zwei Spiele, ne? Zwei Spiele machen wir noch. Und ich bin gespannt, was der Gegner hier für eine Mannschaft hat. Wenigstens kontert er mich nicht aus. Heute läuft es ja gut, Leute. Heute läuft es ja gut im Versus-Angriff-Modus. In den letzten Folgen habe ich ja immer teilweise auf den Sack bekommen, aber heute ist es in Ordnung.
Heute machen wir die Buhen. Heute machen wir die Tore. Let's go. Er hat eine 90er Bewertung mit Hazard 94. Mit Griezmann. Als ob. Als ob, Leute. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir die 200 Däumchen hier knacken, Leute. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir die 200 Däumchen schaffen. Jawohl, Benzema 1-0. Benzema 1-0, stark. Und jetzt so weitermachen. Jetzt so weitermachen und die Tore reinballern. Pfosten, Benzema zum zweiten Mal und das 2-0. Schönes Ding. Aber nicht so. Mkhitaryan. Hendrik Mkhitaryan 3-1. Griezmann trifft auch gerade. Griezmann trifft zum zweiten Mal. Nein, das wird jetzt wieder eine ganz enge Partie. Pfosten. Ich fasse es nicht. Benzema an den Pfosten. Soriano trifft. 3-3. Das gibt es nicht. Erst führen wir so und dann kommt der Gegner hier zurück. Nein, wie kann er vorbeischießen? Quaresma 3-4. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, nicht so ein Schuss. Ruffier hält ihn natürlich. 3-5, ey, als ob. Ja, 3-6. Jetzt legt er hier los, oder wie? Jetzt packt er hier aus. Ja, wir haben verloren. Wir haben verloren. Ach komm, hier. Schieß nochmal rauf. Der Keeper ist draußen. 3-6. Was war das schon wieder, Leute? Was war das denn hier schon wieder? Das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass man sich nie siegessicher sein darf. Und er hat eine 92er. Mann, das gibt's doch gar nicht. Wieso spielen wir jetzt gegen solche starken Gegner? 92er Bewertung. Das ist der stärkste Gegner, den ich jetzt jemals hatte hier im Versus-Angriff-Modus. Natürlich, umso stärker man selbst ist, umso stärker die Gegner. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wir müssen unser Team verbessern, Leute. Wir müssen unser Team verbessern. Das ist eine ganz einfache Geschichte hier. Benzema, komm, wir spielen rüber. Und Hazard 1-0. Das ist wichtig. Aber man darf sich, wie gesagt, eben habe ich es gut gelernt. Auch wenn ich 3-0 führe, kann ich am Ende noch 3-6 verlieren. Es ist so. Es ist einfach so. Mit einem Alleingang. Und das ist wahrscheinlich das 1-1, oder? Das ist erstmal das 2-0. Starkes Ding. Starkes Ding von Eden Hazard. Der jetzt hier den Rainbow auspackt und Gomez trifft zweimal 2-2. Das meine ich, ne? So schnell kann es gehen halt, ne? So schnell kann es gehen. Eden Hazard und den muss er doch machen. Mann, ey. Jetzt bitte. Hazard. Jawohl, 3-2, jawohl. Let's go, weiter so. Hazard trifft für den Gegner. Nein. Wo renne ich hin hier? Da hat die Steuerung wieder nicht funktioniert so richtig. Ich war nicht auf dem Stick drauf. Jawohl. Benzema 4-4. Was? In der allerletzten Aktion mache ich nochmal das 4-4. Also mit einem Unentschieden wäre ich gegen diesen Gegner definitiv zufrieden. Aber er hätte ja noch, er kann ja, ja, 3-5, nein, ich verliere hier. Das gibt's doch gar nicht. Mann, ey, am Ende macht er doch nochmal das 5-4 und ich verliere das nächste Spiel, Leute. Das war's auf jeden Fall hier von mir. Durch Niederlagen wird man stärker und jetzt weiß ich, wir brauchen auf jeden Fall noch eine höhere Bewertung, noch ein besseres Team, Leute. Hier im Mittelfeld kann ich noch viel upgraden. Abwehr eigentlich links auch. Ja, wenn ich überall 90er habe, bin ich zufrieden hier, Leute. Hier natürlich hier das komplette Mittelfeld. Überall muss ich die Positionen verbessern. Wir haben 130k. Vielleicht öffne ich doch nicht das 150k Pack, sondern verbessere lieber mein Team. Das war's von mir. Lasst ein Däumchen da, abonniert mich kostenlos. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.